Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar spielen wir heute einmal Forza Horizon. Wir haben ja auch das Fortnite-Autorennen gespielt. Und jetzt spielen wir halt mal das Forza Horizon-Autorennen. Ist ja auch ein tolles Spiel. Muss ich sagen, ich bin zwar nicht ziemlich weit, aber es macht mir auf jeden Fall Spaß. Und von daher rasen wir erstmal zum ersten Punkt hin. Okay, ich nehme ein anderes Auto auf jeden Fall. Auto wechseln, und zwar nehmen wir einen. Okay, ob der Lancia ja gut ist, keine Ahnung. Aber wir testen es mal aus. Und ja. Ja, klappt besser. Muss ich sagen. Der fühlt sich aber auch ein bisschen schwerer. Also, wenn ich jetzt die Tasten. Jetzt, ich muss zum Beispiel früher bremsen. Der fühlt sich halt richtig schwer an. Ja, jedenfalls, Forza Horizon finde ich ein cooles Spiel. Weil ich bin so ein Rennspiele-Spieler, also ich spiele gerne Rennspiele. Und ja, Grafik ist perfekt. Vor allem, wenn man das im Schnee spielt und dann Fernseher anschließt. Die Grafik ist einfach phänomenal in 4K. Ich tue jetzt zwar 1080p aufnehmen, aber wenn Forza Horizon irgendwann mal, sagen wir es so, wenn das auf meinem Kanal in guten Beliebtheitsgrad erlangt, dann würde ich das auch mal in 4K hochladen. Eventuell sogar in 4K streamen. Naja, ja doch. Da kommt halt drauf an, was die Qualität der Bitrate. Aber an sich kann man das mal machen. Das wird zwar dann wahrscheinlich nur ein paar Leute angucken können in 4K auf dem Fernseher. Oder ein 4K-Monitor, das haben auch nicht viele. Aber die, die es wollen, kann man das mal machen. So, wir nehmen die erste Ausfahrt und zweifach drüber. Ja. Ja, aber wie gesagt, Voraussetzung dafür ist halt, dass es einen Beliebtheitsgrad kriegt, das Video. So, noch 4,5 Kilometer. Okay, das Radio beim Tunnel aus. Ja. Wir haben keinen, also keinen WLAN-Radio oder sowas. Ne, ja, wir haben FM-Welle. Ja, ist kein Problem. Oh, jetzt müssen wir aber hier. Kriegen wir es hin? Mit 200 km/h. Ne, kriegen wir nicht hin. Shit. Oh, gut. 40. Pff. Wir fahren hier 40. So. Ich glaube, bin ich tatsächlich noch nie hergefahren. Kommt mir zumindest nicht bekannt vor, die Strecke. Wow. So. Oh. Das ist nur eine Mini-Bahnbrücke. Wow. Das erinnert mich an die. An eine bestimmte Landwirtschaftssimulator-Map. Gab's so eine Map früher, die hieß für LS13. Die hieß Vogelsberg. Und da gab es auch so einen Bahntunnel. Und wenn man den Bahntunnel bauen wollte und eine Vorschau davon hatte, da kam die Musik von Final Countdown. Das weiß ich noch. Hat ein YouTuber ein Let's Play gemacht. War ganz cool. So, wir haben hier ein Dirt-Rennen. Ich muss aber erstmal die Nachricht wegmachen. Jetzt können wir das beginnen. Auto wechseln. Was ist denn gut? Offroad. Ja, am liebsten so ein Nissan, oder? So, nehmen wir an dieser Veranstaltung teil. Ach so. Jetzt können wir erst den Nissan auswählen. Haha. Gut, dann los. Das finde ich auch cool, dass sie echte Automarken benutzen. GTA 5 ja irgendwie nicht hingekriegt. Aber Forza Horizon hat ziemlich cool. Dann sieht man schon mal so Autos im echten Leben und sagt, den bin ich gefahren in Forza Horizon. So ein Nissan habe ich zum Beispiel mal in echt gesehen. Mit der Tarnfarbenfleckenmarkierung. Da habe ich mir gedacht, cool, den gibt es in Forza Horizon auch. Tja. Naja, wie auch immer. So.
6 davon 12 ist nicht so gut. Das muss ich sagen, finde ich bei Forza Horizon auch gut, dass man quasi nicht verliert. Wenn ich jetzt letzter im Rennen wäre, dann kriege ich halt nicht so hohe Belohnung oder so. Aber es geht halt weiter, die Story. Das ist halt an Need for Speed auch ein bisschen doof. Du musst ja Need for Speed das Rennen gewinnen, damit du weiterkommst. Und dann macht auch gar keinen Spielspaß, oder? Macht mir viel mehr Spaß, wenn ich dann zwar hier bis zu 3 Sterne holen kann, wenn ich gut bin. Aber ja, hier seht ihr hier vor mir die Sternwagen. Die geben halt die Sterne. Aber es macht mir viel mehr Spaß, wenn ich einfach fahre und halt egal zu welcher Platz ich bin. Das macht mir viel mehr Spaß. Kann man viel mehr ausprobieren. Auch mit dem. Das kann man ja zurückspulen. Kann man aber auch einiges ausprobieren und sonst irgendwas. Finde ich irgendwie besser. So, die wollen wir jetzt aber noch überholen. Oder zumindest versuchen. So. Noch all ein Control Point. Oh. So. Ach so, Fortschritt ist erst 40%. Okay. Nicht schlimm. Jetzt haben wir eine weite gerade Strecke, das ist auch cool. Kann man richtig auf Gaspedal drücken. Und dann geht's wieder ab in den Matsch. Wow. Boom. Die jubeln vor allem noch. Ja gut, ich bin auch Erster. Oh Gott, ich fahre im Gras. Die Strecke verleiht einen natürlich wieder dazu, Gas zu geben, aber da kommt man nicht um die Kurve. Oh. Aber ich habe die ganzen Assistenz- und Bremssysteme alle aus. Also wofür? Ich habe, glaube ich, nur Rückspulen an. Und das auch nur. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das mal wieder angemacht habe. Achso, weil ich in einem Rennen eine Kurve nicht geschafft habe. Und dann. Da habe ich mir gedacht, ja. Gut, die Kurve kannst du halt nochmal machen, wenn du Wiederholen an hast. Oder auch jetzt zum Beispiel könnte ich machen. Tja, machen wir halt. Weil das habe ich gesehen. Ab hier habe ich gefailt. Weiter. Ja, gut. Das ist zwar ein bisschen schummeln oder so, aber ihr seht, es gab das auf einmal viel besser. Und wir spielen ja auch noch zum Spaß. In so Turnieren oder so wird das ja auch aus. Garantiert. Ja. Online kann das ja auch gar nicht gehen. Das geht ja nur offline. Wie auch immer. Jetzt sind wir wieder auf der Straße. Letztes Stück. Können wir das Rennen dann hoffentlich gewinnen. Boah. Knall das wieder. Oh, die kommen. Vollgas. Drück aufs Gaspedal. Ja, jetzt aber. Goldberg-Rennen abgeschlossen. Prima. So. Was kriegen wir? Super Wheels bin freigeschaltet. Aha. Hey, die Fahrer, die in der letzten und neue Rennen. Ach, Runde 6 von Dirtrennen. Ja, cool. Dann würde ich auch sagen, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.